Hallihallo. 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 Wir stehen hier mitten in Schweden und seitdem wir hier sind, springt der Bob nicht mehr an. Und das Problem ist wahrscheinlich der Anlasser, der Magnetschalter. Und das, was wir jetzt mal versucht haben, ist mit einem langen Rohr und einem Hammer auf den Magnetschalter draufzuschlagen. Und dann ist er eben angesprungen. Hat jetzt einmal nicht funktioniert. Wir haben jetzt ein bisschen Angst, dass wenn wir weiterfahren Richtung Norwegen, dass das dann gar nicht mehr geht. Deswegen gucken wir gerade mal, was man so machen kann. Ich habe jetzt einmal erstens natürlich die Batterie abgeklemmt und dann habe ich die Klemme 50 abgemacht. Und den Kontakt hier, den habe ich einmal angefangen abzuschleifen. Danach knipse ich hier noch bisschen weg, weil das auch ein bisschen ranzy ist und mache da einfach eine normale Kabelschuh drauf und guckt dann mal, ob das funktioniert. Und wenn nicht, dann muss der Anlasser raus und das ist ein bisschen schwierig in Schweden, weil die Teile ein bisschen teuer sind und schwer zu bekommen, aber ich bin optimistisch. Der Adi geht in der Zeit Kacker machen. Und dann Klappspaten. Und Kackepapier. Zu wenig. Ich habe irgendwie immer so wenig gebraucht. Jetzt habe ich halt mal weniger weggenommen. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht mehr brauche. I am ready. Viel Spaß. Also Plan, ich cutte das hier einmal ab, mach den Stecker weg und nehme dann eine von mir. Ich habe jetzt unten den neuen Kabelschuh drauf gemacht, das gelbe. Das Kabel ist zwar jetzt ein bisschen auf Spannung, aber ich hoffe einfach, dass das so funktioniert. Das wird schon passen. Ich habe das hier unten hier tatsächlich noch ein bisschen rausziehen können, da das noch ein bisschen Spiegel habt. Ich hoffe jetzt einfach, dass das so funktioniert. Ich klemme jetzt die Batterie wieder an und dann gucke ich mal, ob das was gebracht hat. Ich glaube zwar irgendwie nicht, aber ja. Funktioniert. Also es hat zwar ein paar Mal am Anfang nicht geklappt. Ich glaube, der Anlasser ist einfach. Ups. Ich glaube, der Anlasser ist einfach langsam wirklich am Arsch. Aber auf jeden Fall ging es jetzt schon mal ein bisschen besser als davor. Ja, jetzt muss ich überlegen, ob ich den Anlasser doch noch austausche. Das ist ein bisschen schwierig hier in Schweden, weil die Teile dazu extrem teuer sind und schwer zu bekommen. Genau, aber solange er jetzt einfach anspringt, ist er in Ordnung. So, Freunde, leider hat es doch nicht geklappt. Wir kriegen jetzt das Auto auch nicht mehr mit Klopfen gestartet. Wir haben jetzt abgeschleppt, beziehungsweise anbekommen durchs Abschleppen. Das bedeutet, jetzt müssen wir den kompletten Anlasser austauschen. Den haben wir Gott sei Dank organisiert bekommen jetzt in Schweden kurzfristig und können ihn morgen früh abholen und müssen ihn dann einbauen. Das heißt aber, wir müssen jetzt natürlich den alten erstmal rausbekommen. Also ich stehe so auf die Schlacht. Also wir gehen davon aus bei uns, dass nur der Magnetschalter kaputt ist, aber wir haben jetzt keine Möglichkeit, nur den Magnetschalter herzubekommen. Wir sind froh, dass wir überhaupt den Anlasser bekommen haben. Wenn ihr den Motor startet und währenddessen oben, wenn ihr den Motor startet und es Klick macht, wenn ihr den Motor startet und es Klick macht, dann ist es wahrscheinlich der Magnetschalter nur. Das heißt, es reicht, wenn ihr nur den Magnetschalter austauscht.
da wir, wie gesagt, keine Möglichkeit dazu haben, sondern jetzt froh sind, überhaupt den Anlasser oder das komplette Anlasserkonstrukt inklusive Magnetschalter bekommen zu haben, machen wir jetzt das komplett und zeigen euch jetzt, wie man alles zusammen ausbaut. Zum Anlasser rausbauen, das sind drei Schrauben, die sehen so aus. Und diese Schrauben haben sind keine normalen Schrauben mit Muttern oben drauf, sondern die haben dieses komische Gewinde hier. Ich kann euch gar nicht sagen, wie das heißt, wo man auf jeden Fall das Teil hier, den Aufsatz, so reinsteckt und nicht ganz normal einfach drumherum greifen lässt. Und dann habt ihr noch zwei Kabel, ein kleines, das was wir euch gerade eben gezeigt haben schon, und ein ziemlich großes, das ist mit einer Schraube und einer Mutter befestigt. Da passt bitte auf, dass euch das Teil nicht abbricht, uns ist nämlich natürlich abgebrochen. Das bricht ziemlich leicht ab, das ist nur über so ein Plastikwinkelchen an dem Anlasser bzw. am Magnetschalter direkt befestigt. Und jetzt müssen wir die Schrauben lösen, eine haben wir schon. Also hier haben wir den Anlasser, da drüber direkt ist der Magnetschalter und da haben wir hier eine Schraube, das ist die, wo wir schon rausgenommen haben. Und wenn ihr von oben kommt und hier habt ihr noch die dritte Schraube. Und das eine Kabel war ja auf dem Teil hier drauf, auf dem Kontakt. Und dann habt ihr dieses dicke Kabel hier noch, das ist eben die Mutter mit der Schraube, die waren hier dran. Und die sind uns eben abgebrochen. Die eine Schraube, die linke, von der Fahrerseite aus schaut, haben wir ja schon offen. Nur die anderen beiden gehen natürlich nicht auf, auch nicht mit WD-40 und Co. Jetzt werden wir mit einer kleinen Säge da so einen Schlitz reinsägen, damit wir versuchen mit einem Schlitzaufsatz die auch irgendwie aufzubekommen, weil das andere Teil ist schon durchgedreht. Also wir versuchen jetzt erstmal die untere Schraube hier in den Schlitz reinzusägen. Oh no! Oh no! Ich gehe gar nicht. Das ist ein Scheusicht. Also wir haben gerade versucht, den Bit einmal in den Schlitz reinzuhämmern. Dann war er relativ fest drin. Dann habe ich die Ratsche drauf gemacht und gedreht. Und ich war ein bisschen optimistisch, dass es jetzt funktioniert. Und dann ist uns das einmal vorne abgebrochen. Heißt, es hängt jetzt in dem Ding, in der Schraube da fest. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir da aufbohren. Ich bin da nicht so begeistert von, weil wir halt keinen Plan haben, was da alles dahinter ist und was wir kaputt machen können. Und wenn wir noch mehr kaputt machen, wäre das auch nicht so cool. Genau. Der Alex versucht jetzt gerade einen größeren Aufsatz reinzuhämmern, weil wir wissen langsam nicht mehr weiter und wir wollen es wirklich nicht aufbohren. Also, weil du musst ja das komplette Gewinde dann trotzdem rausbekommen. Wäre es eine Schraube okay, könnte man sagen, ja, scheiß drauf. Aber dadurch, dass es einfach wirklich zwei Schrauben sind und dann darf der neue Anlasser, der darf einfach nicht nur an einer Schraube dann im Endeffekt hängen. An zwei von drei Schrauben, wenn er da hängt, gut, okay. Könnte man drüber hinwegsehen, ist ja trotzdem sehr fest. Aber an einer von drei ist auf jeden Fall zu wenig. Wir halten euch auf den Laufenden. Einmal in das Ding reingehämmert mit einer Verlängerung und der Ratsche. Jetzt nehmen wir nochmal so ein Rohr, damit wir einfach mehr Kraft auf die Ratsche aufbringen können. Guckt, dass ihr da zu zweit seid, weil der eine muss am besten hier unten den Bit halten, damit er nicht so schief ist und der andere drückt einfach die Ratsche weiter hoch. Was? Und dann einfach versuchen, dass es nicht sich dreht. Geht nicht. Ich komme nicht weiter runter. Nee. Gut, das mit dem Rohr hat super funktioniert. Was wir machen sollen? Ja, ich kann es nicht machen.
auf Bock. Du musst doch. Krass, hier ist ein VW Originalteil drin. Steigern das Bruttosozialprodukt. Also das hat gerade nicht funktioniert mit dem anderen Bit da reinklopfen. Der Adi versucht jetzt nochmal mit der Rohrzange. Es dreht sich da einfach gar nichts. Das ist ja kein Anhaltspunkt. Aber wir sind noch nicht wirklich richtig reingekommen. Wenn man das jetzt hier anschaut, wir sind mit dem größeren Aufsatz, den wir reingehämmert haben, nicht richtig reingekommen. Also wir versuchen es nochmal. Und vielleicht klappt es ja dann. Also, wir haben jetzt die zweite Schraube, die untere Schraube rausbekommen. Können wir euch mal zeigen. Wir haben da erst ja versucht, einen Schlitz reinzuschrauben. Zu sägen. Das war eher kontraproduktiv. Siehst du die Schraube hier? Das war eher nicht so cool. Hat auch noch eins gebracht. Wir haben jetzt so ein Bit genommen. Den haben wir einmal drauf gesteckt. Wir haben eine Größe größer genommen als ein Bit, der perfekt reingepasst hätte, weil die Schraube ja eh schon voll ausgeleiert war. Den haben wir dann so drauf gehalten, festgehalten und ganz oft drauf gehauen mit einem Hammer, damit der schön da rein sinkt. Dann war der relativ fest, also so konntest du den nicht mehr bewegen. Dann haben wir eben die Ratsche genommen, haben drauf gesteckt und dann brauchen wir wieder zwei Menschen. Der eine muss nämlich gucken, dass der Embus mit der Verlängerung da schön gerade drauf bleibt, damit es nicht rausrutscht, und der andere fängt an rauszudrehen. Und so haben wir die tatsächlich rausbekommen. Und jetzt? Ich sag noch, dass wir ein paar Mal gebraucht haben. Und es hat zwar ein paar Mal, dass die Leute dranbleiben sollen. Die Leute sollen. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert und der Bit auch ab und zu ein bisschen rausrutscht. Aber einfach nicht aufgeben, weil irgendwann funktioniert es. Bei uns hat es auch ungefähr 2 Stunden gedauert insgesamt, dass wir die zweite Schraube raus haben. Ja, die untere Schraube war, glaube ich, noch die einfachere. Bei der oberen ist es eher das Problem, wie wir da eine Bit reinhauen, weil da nicht so viel Platz für einen Hammer ist. Aber kriegen wir alles hin. 2 von 3 geschafft. So, also die letzte Schraube ist jetzt auch draußen. Jetzt versuchen wir, den mal abzunehmen. Können wir nochmal checken, dass alle Kabel und so ab sind. Oh, Alter. Da kommt das leichte Teil runter, was gar nicht viel wiegt. Und? Es ist draußen. Also wenn ihr von oben reinguckt, dann seht ihr das so ungefähr. Liegt der ungefähr so drin. Das ist der Magnetschalter. Und bei uns hat es ja am Anfang noch funktioniert mit dem Draufschlagen. Das können wir mal kurz zeigen. Da haben wir einfach von oben so ein längeres Rohr einmal durchgeführt. Ungefähr dann so, wo halt Platz ist, dann aufgelegt. Und dann einfach leicht mit dem Hammer, ihr braucht noch nicht draufschlagen, einfach leicht draufklopfen. Damit sich dann der Magnetschalter hier wieder anfängt zu bewegen. Weil das ist eigentlich das Problem, wieso wir den jetzt ausgebaut haben. Genau. Und an sich hätte man auch nur diesen Teil ausbauen können. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir sind nicht zu Hause. Genau, jetzt ist es halt draußen. Und morgen bauen wir es weiter ein. Was ich aber immer mache bei so Sachen, weil jetzt hier eigentlich der Anlasser ja gar nicht kaputt ist, sondern nur der Magnetschalter, dass ich mir die Teile aufhebe, falls mal wieder irgendwas ist, dass ich auf jeden Fall den Anlasser nochmal tauschen könnte, weil die Schwaben, die heben alles auf. Oh, Alexander. Oh, hallo. Guten Morgen. Morgen. Wir sind fit für die Reise. Für die Fahrt zum Anlasser holen. Mein Wachspock, der geht nicht mehr.
Sehen, weil er keinen Unfall bauen will. Mir geht das gut, keine Angst, ihr könnt ruhig weitergehen. Macht euch keinen Kopf, das wird schon wieder ganz bestimmt. Und wenn es. Also, wir haben jetzt den Anlasser geholt. War ein richtig netter Dude, der uns das organisiert hat. Wir wissen jetzt nicht, ob es neu oder gebraucht ist, aber solange es funktioniert, ist auch echt egal. Und es ist, so wie wir es jetzt von der Optik gesehen haben, sollte es auch das Richtige sein. Die Nummern stimmen auch überein. Also kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Da ist das gute Stück. Und jetzt geht's wieder schnell nach Hause, aber nicht zu schnell, weil Schwedenblitzer sind teuer. Also wir haben jetzt hier den neuen Anlasser und den alten Anlasser. Und hier haben wir die Schrauben vom alten Anlasser. Die haben ja diesen komischen Kopf hier und außen den Rundkopf. Und wir haben jetzt gesagt, wir nehmen jetzt neue. Und zwar schön so eine. Wie nennt man den Kopf? Sechskant. Und zwar schön so ein Sechskantkopf, dass wenn man es nochmal ausbauen muss, irgendwann sich einfach leichter tut und nicht so leicht durchdreht. Genau. Hier sieht man es nochmal schön, die drei Schraubenöffnungen. Das heißt, der muss jetzt so rein. Und dann haben wir hier hinten einmal da, wo der Kabelschuh drauf muss, und einmal die Schraube. Hier hinten kommt dann der Kabelschuh drauf und hier oben kommt das dicke Kabel drauf, was bei uns abgebrochen ist. Wenn ihr nur den Magnetschalter tauschen wollt, dann seht man das hier auch schön. Dann müsst ihr die Schraube aufmachen und den Schuh hier lösen. Und dann habt ihr schön den Magnetschalter draußen und könnt einfach nur den wechseln, wenn ihr euch denkt, dass es nur Magnetschalter deckt. Würde ich sagen, let's go! Also ich habe ihn jetzt einmal eingesetzt. Ihr müsst nur gucken, dass ihr vielleicht das hier alles zur Seite schiebt, damit weil das sind ja so Befestigungswinkel, keine Ahnung, dass die halt dann wieder drauf rutschen. Aber funktioniert eigentlich recht einfach. Jetzt nehmen wir mal eine Schraube, vielleicht die unterste. Mit Unterleg. Ach hier. Mit Unterlegscheibe. Drehe ich jetzt einfach mal ein bisschen rein. Also ich drehe jetzt einfach alle mal ein Stückchen rein, bevor wir sie alle festmachen, nicht, dass wir sie dann am Ende nicht mehr reinbekommen. So wie bei der Vakuumpumpe war das, glaube ich. Natürlich geht es leichter, wenn man zu zweit ist, aber wenn da einer filmen muss, das ist alles ein bisschen nervig. Wie machen wir... Geht das von hier? Dann machen wir die von oben. Ich finde es gar nicht. Es kann sein, dass du diesen Winkel ein bisschen verschieben musst. Jetzt weiter hoch, also was? Ran drücken, geht das? Weiter geht nicht. Also wir haben die obere jetzt nicht ganz reinbekommen, das heißt, wir schrauben jetzt erstmal die unteren fest. Oder einigermaßen fest, nicht ganz fest. Auf jeden Fall, dass man den Anlasser nicht mehr halten muss. Um danach zu hoffen, dass der obere sich so
hin verschiebt, sage ich jetzt mal, dass es dann auf jeden Fall passt, weil so, man sieht nicht richtig hin und so kriegt man die Schraube dann nicht richtig ins Gewinde rein. Ich glaube nicht, dass sie drin ist. Sollen wir Anlasser hochschieben? Also, weißt du, also, da sieht man den neuen Anlasser. Ohne Probleme blitzt er den neuen gelben Kabelschuh. Der kommt dann gleich hier drauf. Da hier drauf. Und das andere Kabel, das hier. Das machen wir vielleicht nochmal mit Schlepppapier ein bisschen neu. Kommt dann auf die Schraube drauf. Das machen wir jetzt. So, haben wir jetzt die Schraube hier von dem Wickelkabelstrang haben wir jetzt abgemacht. Jetzt kommt der Kontakt wieder drauf, den wir gerade auch ein bisschen geschliffen haben. Da könnt ihr einfach 180er Schleifpapier sowas in den Dreh nehmen. Genau, ob es 180 Euro gibt. Wir haben nämlich 240 nur hier. Und jetzt den Kontakt drauf, Sprengring drauf. Und die Mutter wieder drauf und dann festziehen. Jetzt tue ich den Kabel schon wieder drauf. Das geht echt nicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Easy! Und? So, Freunde. Also, wir können jetzt endlich weiterfahren, weil der Bob springt jetzt zuverlässig an. Da sind wir sehr erleichtert. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr profihafte Tipps. Bis zum nächsten Mal.